So, und in dem, was die Kollegen der Arbeitskreise mit uns über die Jahre entwickelt haben, haben wir eben diese Verdichtung der Angebotstexte deswegen gemacht, damit man eben hier nicht mit diesen Änderungen erschlagen wird. Und das, was wir uns jetzt aber angeguckt haben, ist, und das kennen Sie aus dem normalen Angebotsbereich, Sie wären, wenn Sie wollten, in einem Projekt eben auch in der Lage zu sagen, Sie schalten eben so eine textuelle Verdichtung aus, weil sie aus irgendwelchen Gründen sagen, eine Teilmenge dieser Positionen, ne, wollten sie in irgendeine zusammengefasste Zusatzleistung übernehmen und die anderen halt in einer anderen Zusammenfassung machen. Bedeutet, die Flexibilität, die sie haben, ist hier natürlich relativ groß. Gleichzeitig, auch das nochmal angeschnitten, könnten Sie natürlich das auch nur in einem bestimmten Geschoss ausschalten. Und Sie haben außerdem eben über die zusammengefassten Zusatzleistungen hier die Möglichkeit, wenn Sie eine zusammengefasste Zusatzleistung anlegen, hier einfach auf die gesamte Textverwaltung zuzugreifen und per Klick einfach Texte, die als Konserven bei den Angebotstexten angelegt sind, entsprechend einfach hier in die zusammengefassten Zusatzleistungen zu übernehmen. Bedeutet, die Möglichkeiten des Beschreibens sind in der Auftragsfortschreibung deutlich umfangreicher. Gleichzeitig ist es so, aufgrund der juristischen, wir sind im Werksvertragsrecht, der juristischen Dokumentationspflicht einer oder jeder Veränderung ist es halt so, dass wenn eine Position da ist und sich etwas ändert, ist es da. Punkt. So. Und die Angebotstexte, die Sie in den Branchenmodellen finden, beinhalten eben die Denkweise, die ich Ihnen gerade erläutert habe. Diese Verdichtung ist recht wichtig und das, was Sie bitte auf der Liste haben, ist, dass die Positionen, die eben in einer oder in der Grundeinrichtung der Kalkulation in ihrer entsprechenden, vielleicht auch folgenden Entwicklung individuell ergänzt worden sind. Ich zeige es auch hier einfach kurz im Projekt einmal. Das heißt also, wenn ich dort die Position hernehme, dann habe ich an der Stelle schlicht und ergreifend eins. Ich habe hier die Variante, dass ich eben alles das, was neu ist, in diese bestehenden Texte mit einbinden. Ich will nicht sagen muss, sollte, damit eben diese Verdichtung, die wir gerade gesehen haben, entsprechend erfolgt. Bedeutet also, wenn wir in die Angebotstexte reingehen, Sie haben gerade gesehen, auf die Positionsebene im Auftrag darf ich natürlich nicht zugreifen, ich darf dort auch nichts verändern. Ne? Das heißt also, bei möglichen Positionen, wenn wir eben hier bei Außenwände-Rohkonstruktion wären und wenn es bei Ihnen eben hier neue Ständerwerke oder im Massivbau neue Baustoffe oder neue Wandstärken gäbe, ne, dann dürften eben diese Positionen hier in die gewählten, natürlich in der Masterkalkulation noch zugeordnet werden. Viel mehr ist beim Thema Angebotstexte in der Auftragsfortschreibung nicht anders als sonst. Theoretisch könnten diese Angebotstexte natürlich auch bebildert sein. In der Praxis haben wir das jetzt in den Branchenmodellen nicht hinterlegt, da es Anführungszeichen im Bereich der Fortschreibung des Auftrags eher um eine checklistenartige Aufzählung der Änderungen geht und nicht mehr um dieses, ne, Schönschreiben und Bebildern. Die Angebotstexte für die Auftragsfortschreibung sind in allen Branchenmodellen jeweils in der Gruppe Auftragsfortschreibung drin. Wir bitten Sie oder empfehlen Ihnen, das auch entsprechend so zu lassen. Die Reihenfolge, die Sie natürlich dort entsprechend mit den Pfeilen, sowohl mit den blauen als auch mit den schwarz-weißen, die dann ganz am Anfang oder ganz ans Ende gehen, herstellen können, das steuert natürlich die Ausgabe, das ist entsprechend klar. Und ja, sonst, wie gesagt, vielleicht mit einem Coach und ein paar Beispielen anfangen, sich das entsprechend zu erschließen.